Das war aber bislang nicht Ihr weitester Wurf. Sie betreiben ja auch den Angelsport sicher nur zum Ausgleich. Aber es gibt doch auch so etwas wie Angelweitwerfen. Ja. Und da gibt es auch Rekorde. Ja, aber das interessiert mich nicht so sehr. Ihr Rekord im Weitwurf liegt auf einem anderen Gebiet, und zwar auf dem Gebiet des Speerwerfens. Und ja, ich darf Ihnen damit Hermann Koschel, den vierten in Melbourne im Speerwerfen, vorstellen, aus Koblenz zu Hause. Und eine der großen freudigen Überraschungen für uns in Melbourne, das darf man wohl sagen, Herr Koschel. Aber Sie waren ja in Melbourne während des Wettbewerbs sogar an einer Bronzemedaille dran. Was waren das für Gefühle, als Sie auf dem dritten Platz lagen und hinter Ihnen noch Werfer kamen, die Sie vielleicht überholen konnten? Das kostet Nerven. Ja, ich lag sogar eine Zeit lang auf dem zweiten hinter dem Russen Zivolenko. Aber ich hatte an sich gar nicht damit gerechnet, denn ich hatte doch noch die ganze Reihe der Weltelitewerfer hinter mir. Ja, und als ich dann in der Entscheidung noch auf dem dritten Platz lag, Gott, ich hatte nicht mit der Bronzemedaille gerechnet, aber ich hatte doch das Empfinden, es müsste dir gelingen, unter den ersten sechs zu bleiben. Und das wäre mir schon, war mir schon ein großer Erfolg und auch ein Erfolg, mit dem ich nicht gerechnet hatte eigentlich. Das hat Sie doch keine Nerven gekostet, oder müssen Sie sich jetzt beim Angeln zu Hause wieder erholen? Nein. Nein, das tue ich so als Hobby nebenbei etwas angeln. Das habe ich als kleiner Junge schon gern getan. Herr Koschel, ich darf fragen, wie alt Sie sind, nachdem ich weiß, dass Sie eigentlich im vorigen Jahr mit dem Leistungssport schon aufhören wollten. Ich bin heute vor 8 Tagen 35 Jahre alt geworden. Das ist ja kein Alter, Sie können ja sogar noch weitermachen. Tun Sie das jetzt nach Ihrem Erfolg? Ich hatte an sich nicht die Absicht, jetzt aufzuhören. Mich interessieren noch die 80 Meter etwas. Also Sie wollen weitermachen? Ein kleiner Versuch, ja. Unter diesen Umständen hat sogar die Familie sich ja gern mal für 4 Wochen auf Sie verzichtet. Aber Ihre kleine Tochter, die freut sich jetzt doch, dass Sie wieder zu Hause sind. Ja. Geht sie sonst auch mit zum Angeln? Doch, Papi ist ihr ein und alles. Ja. Herr Koschel, dann darf ich mich von Ihnen verabschieden. Jawohl. Wünsche Ihnen weiterhin gute Erfolge. Danke. Und auf die 80 Meter im nächsten Jahr. Ja, wir wollen uns Mühe geben. Alles Gute, Herr Koschel. Dankeschön.